Ja, schön, dass Sie hier auf Bühne 1 geblieben sind, so zahlreich. Das freut mich tatsächlich sehr. Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Und zwar wartet nämlich schon hier Armin Reterath. Und zwar wird der uns was über Mr. Map Geoportal RLP Reloaded erzählen. Und ich habe gerade noch mal kurz in die Beschreibung geguckt. Da hatte ich eben recht. Es gab 2020 auf der letzten Foskis da nämlich auch schon einen ersten Prototyp. Und ich bin gespannt, was da so hinzugekommen ist und wie es sich entwickelt hat. Und von daher würde ich jetzt einfach direkt übergeben. Armin, viel Spaß. Oder wir wünschen uns viel Spaß bei Armin. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Dominik. Dann erstmal schönen guten Morgen zusammen. Und ich freue mich, euch heute vorstellen zu können. Das Mr. Map-Projekt hat sich ein bisschen weiterentwickelt seit letztem Jahr. Der Titel Mr. Map Geoportal Reloaded bezieht sich halt auf unser Geoportal Rheinland-Pfalz, was wir mit verschiedenen Bundesländern einsetzen. Kurz zur historischen Entwicklung des Systems. Hopp. Also Geoportal ist eigentlich schon ein Dinosaurier unter den Geoportalen, muss man echt sagen. Es war eines der ersten Geoportale in Deutschland, die überhaupt Karten zeigen konnten. Ist 2007 freigeschaltet worden. Die Softwarebasis war oder ist noch MapBender MediaWiki Typo 3. Und ab 2009 ist das Saarland dazugekommen, hat die Software übernommen, weil es als Open-Source-Software auch publiziert worden ist. 2011 die Stadt Landau in der Pfalz und ab 2015 ist Hessen mit dazugekommen. Das heißt, wir haben momentan vier Instanzen laufen der Geoportal RLP-Software. Das ist einmal Rheinland-Pfalz, dann hier Saarland, Hessen, jeweils ein bisschen anderes Layout und dann auch nochmal die Kommune Stadt Landau mit dabei. Die aktuelle Architektur, die hatte ich auch letztes Jahr schon mal vorgestellt gehabt, ist bisschen geändert worden im Gegensatz zur alten Architektur. Wir haben das MediaWiki beibehalten als Content-Management-System, haben das Typo 3 komplett weggeschmissen und das Frontend wird schon von einer kleinen, relativ einfachen Django-App generiert. Das bedeutet, wir haben im Frontend erstmal vorneweg ein Mod-Security-Modul vom Apache laufen, haben dann Django und MediaWiki, also einmal eine PHP-Anwendung und einmal eine Python-Anwendung. Und als Core-Komponente momentan noch den MapBender 2, also ein wirklich echt altes Projekt, was aber auf PHP 7 läuft, was sich darum kümmert, um Nutzerrollen, Organisationen, Security Proxy, Layer, Feature Types, Dataset, alles das, was MapBender eigentlich so mit sich bringt. Der ist extrem aufgebohrt worden in den letzten 15 Jahren, seit wir den einsetzen. Und das ist so ein bisschen Schweizer Messer für den Betrieb von Geodateninfrastrukturen. Das ist die aktuelle, momentane Architektur, die ist natürlich nicht zukunftsfähig und wir haben dann vor 2 Jahren damit begonnen, ein neues Backend zu entwickeln unter dem Arbeitsnamen erstmal Mr. Map. Die Zielarchitektur, ich stelle dir jetzt nochmal kurz hier vor, wir werden am Frontend erstmal gar nichts ändern, weil wir gehen über REST-Interfaces quasi auf die Trefferanzeigen für den Katalog und bleiben dann erstmal bei einer relativ einfachen Django-App, die das Frontend des Geoportals generiert. Im Backend wird dann diese ganze MapBender-Core-Funktionalität, die einige wahrscheinlich noch kennen, weil sie MapBender selber mal eingesetzt haben, den alten MapBender, also Nutzerrollen, Organisationen, Security Proxy, Layer Registry, Feature Type Registry und so weiter, Monitoring von Diensten. Das wird alles im Endeffekt durch Mr. Map ersetzt werden. Gehen wir zum nächsten Punkt. Wir sehen auch vom Work in Progress, Nutzerrollen, Organisationen, Security Proxy und so viele Dinge sind eigentlich auch schon entwickelt und die werde ich jetzt mal gleich kurz vorstellen. Also Vergleich der Backend-Views, wer auch Mr. Map, wer MapBender noch kennt von früher, da gab es ein Backend-View, mit dem die Nutzer halt WMS-Dienste, WFS-Dienste, Metadaten verwalten konnten. Das ist ein bisschen altbacken und halt auch gruselig zu programmieren. Und für mich, der ich jetzt wahrscheinlich der letzte Entwickler bin von MapBender 2-Projekt, ist der Aufwand halt immens hoch. Der neue Mr. Map, der das Backend ersetzt, ist halt sehr modern aufgebaut auf Django-Basis und wir haben dann auch ein Backend, was sich auch von den normalen Menschen, denke ich mal, benutzen lässt. Also der Unterschied zwischen Mr. Map Backend und MapBender Backend hier. Neue Funktionen, die im Laufe des letzten Jahres dazugekommen sind. Wir haben ein generisches Monitoring-Modul bekommen für OGC-Dienste. Wir haben eine Verbesserung des Managements von Catalog-Service-Ressourcen mit reinbekommen. Wir haben die Möglichkeit entwickeln lassen von der Firma Terrestris, externe Testplattformen über die ETF-API zu integrieren in Mr. Map, insbesondere den Inspire-Validator und die GDIDE-Test-Suite.
Dann haben wir die Möglichkeit geschaffen, die hierarchischen Daten ein bisschen performanter abzulegen in Form von einem MPTT-Tree. Da zeige ich gleich nochmal ein Beispiel. Und viele, viele Dinge, die unter der Haube passiert sind an der Stelle. Das generische Monitoring-Modul, da gehe ich auch immer kurz drauf ein, oder das Mapbender-Monitoring-Modul setzen wir seit 2007 ein. Da werden alle 1600 Web-Services jetzt im Fall von Rheinland-Pfalz alle 2 Stunden kontrolliert auf Verfügbarkeit, Identität. Und falls irgendwas passiert, gibt es ein Notification-System, um die Datenanbieter und die Nutzer, die Abonnenten der Dienste darüber zu benachrichtigen. Das neue im Mr. Map implementierte Monitoring-Modul arbeitet ähnlich, ist ein bisschen generischer und sieht man jetzt hier auch an der Darstellung. Wir haben also eine Health-Information und da ist ein Check dahinter definiert, wo man vorgeben kann, wie schnell muss der Dienst antworten, um dann quasi eine grüne Ampel zu bekommen. Das ist eigentlich schon implementiert und lässt sich beliebig auf beliebige weitere Ressourcen ergänzen, erweitern, das Modul. Im Bereich der Verbesserung des Managements von CSW-Ressourcen, im aktuellen produktiv laufenden Geoportal nutzen wir auch Catalog-Services, aber im Endeffekt nur für eine Remote-Suche in Deutschland und in der EU. Neu im Mr. Map ist halt die Möglichkeit geschaffen worden, auch Kataloge zu harvesten. Also es sind ähnliche Funktionalitäten, wie man sich die oder wie man die vom GeoNetwork kennt oder von anderen Katalog-Software-Systemen. Wir haben also Harvesting-Tools drin, um halt komplette Replikationen aller Metadaten aus Katalogen zu schaffen im Mr. Map aufzubauen, vielleicht um dann schnellere Suchen anzubieten und so weiter und so fort. Wir haben, gehen wir zurück, ein asynchrones Harvesting auch gemacht. Also wir haben an der Stelle jetzt die Möglichkeit geschaffen, beliebige CSWs alle parallel zu harvesten. Man muss da nicht unbedingt irgendeinen Zeitstempel angeben, wann die geharvestet werden müssen, sondern die Sachen laufen alle asynchron im Backend an der Stelle. Im Bereich der CSWs, die in Deutschland, also bei der GDI.de benutzt werden, verwendet werden, da auch schon seit einigen Jahren angeboten werden von den Bundesländern und von den Bundesbehörden, haben wir einige Fehler festgestellt in den Katalogschnittstellen beim Testen. Die Operation-URIs werden teilweise unterschiedlich angegeben, da ist die Spezifikation auch nicht eindeutig. Wir haben verschiedene Interpretationen von Parameternamen, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ja eigentlich diese Catalog-Service-Schnittstelle auch schon seit 2007 von der UGC spezifiziert worden ist. Wir haben fehlende Rückgabewerte von Next Record, das ist beim Paging und beim Harvesten von Katalogen eigentlich wichtig, dass die Information mit rüberkommt. Und wir haben auch teilweise Fehler in der Serverkomponenten, dass Max Records einfach nicht interpretiert wird. Im Bereich der ETF-Integration haben wir jetzt eine Möglichkeit geschaffen, über die Metadatenanzeige verschiedene beliebige Validatoren auf ETF-Basis halt mit anzubieten. Über so einen Validation-Button kann man sich dann die konfigurierten Validatoren, hier ist der Inspire-Validator dann eben konfiguriert, dass Metadaten validiert werden können oder auch Dienste validiert werden können. Und dann kann ich über eine einfache Metadatensicht auf den Validator klicken und der Validierungsprozess wird im Backend asynchron quasi gestartet. Im Frontend haben wir dazu noch keins, also keine Möglichkeit, diese Konfiguration für diese ETF-REST-APIs in der Oberfläche einzutragen. Das kann man aber relativ einfach im Django-Backend machen. Django hat ein Administrations-Backend, über das ich dann beliebige Validatoren halt in der Datenbank konfigurieren kann. Hier das Beispiel Inspire-Validator, der ist für den Metadatentyp Service halt konfiguriert und dann wird eben gesagt, ich werde eine ETF-REST-API anschließen, muss die URI auf die API angeben und kann dann auch einen Content-Type aus dem Mr. Map eben definieren, der quasi überprüft werden soll. Ob das jetzt ein Capabilities-Link ist oder ob das jetzt also ein Capabilities-Dokument ist oder ob es ein Service-Metadata-Record ist. Und die granulare Konfiguration, welche Test-Suites da durch, also IDs von Tests halt so durchzuführen sind für diesen Test, die kann ich dann in Form von einem JSON hinterlegen. Ist relativ einfach. Okay. Ich habe eben mal gesagt, wir haben auch die Möglichkeit geschaffen, eben Hierarchien oder hierarchische Strukturen anders als über Parent-Child-Konstrukte zu hinterlegen. Und zwar gehen wir halt von diesem normalen Adjazenzlist-Modell zu einem Modified Pre-Order Tree Traversal. Die Vorteile an der Stelle, wir brauchen keine Rekursion, um diese Layerbäume wieder aufzubauen. Wir können schneller Layerbäume oder Teil-Layerbäume rauslesen aus der Datenbank. Wir können das nutzen und nutzen das momentan für Webmap-Services und wollen das auch nutzen für Webmap-Kontext-Dokumente. Und es gibt auch ein gutes Django-Package dazu, was eigentlich ohne relativ viel Programmieraufwand einfach verwendet werden kann und Django dann in die Lage versetzt, über diese hochperformante Ablage von hierarchischen Objekten in der relationalen Datenbank und sie Funktionen zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen.
Im Bereich Testsystem oder Testdienst, den wir dann immer wieder nutzt haben, ist der Geoproxy von Thüringen. Das ist momentan der größte WMS-Dienst mit den meisten Layern, der uns zur Verfügung steht. Und anhand dessen können wir auch immer relativ gut testen, wie schnell dann die Extraktion aus der Datenbank ist, der Ressourcen und die Anzeige nachher in der Oberfläche. Gehen wir under the hood. Machen wir mal die Motorhaube auf. Also es ist recht viel passiert unterhalb der Oberfläche, was man so am Mr. Map-Projekt so selbst direkt nicht sieht. Nochmal ein kleiner Vergleich. Was ist Mapbender oder Mapbender 2.8? Ja, also ich nehme jetzt mal einen Volvo-Motor, weil ich gerne an Volvos schraube. Ein Volvo B30, Baujahr 1971, mit 6 Zylindern, 3 Liter Hubraum. Und wir versuchen, alles rauszukitzeln, was man rauskitzeln kann. Ja, wir setzen da 3 Weber Doppelvergaser drauf und kriegen dann 155 PS raus. Ja, ist natürlich zu dem Zeitpunkt 1971 echt ein cooles Ergebnis gewesen, aber dieses System ist natürlich so auch in Zukunft nicht mehr machbar. Das heißt, Mr. Map ist halt zum Vergleich eigentlich, wir setzen auf die gleiche bewährte Architektur, also ein Guss-Zylinderkopf, ein Guss-Block, der bulletproof ist, und setzen auf dieses Konstrukt eine Einspritzung und Turbolader, kriegen 644 PS und 808 Newtonmeter raus. Und das ist jetzt eigentlich ein schöner Vergleich für Mr. Map im Gegensatz zu Mapbender 2.8. Was auch passiert ist, wir sind vom OSGeoGT zu GitHub rübergezogen, weil das OSGeoGT, da kann die Astrid vielleicht sich mal versuchen drum zu kümmern, recht langsam ist und auch ein bisschen wenig Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Deswegen war für uns eigentlich irgendwann kam der Zeitpunkt, wo wir das Projekt quasi von der OSGeo nach GitHub rübergezogen haben. Ist dann auch einfacher, weitere Entwickler mit reinzunehmen in das Projekt. Was wir dann eben auch machen können, ist eine externe Qualitätssicherung durchzuführen. Wir setzen da momentan die Sonar Cloud ein. Und so haben wir auch immer aktuell eine Übersicht über die Qualität des Projekts. Und wir können auch Qualitätshürden einstellen, die dann verhindern, dass schlechte Codequalität in dieses Projekt zurückfließt. Was wir gemacht haben, ist eine neue Dokumentation aufgebaut. Die ist noch ein bisschen rudimentär und auch nur auf Englisch, aber die beschreibt eigentlich recht gut, was Mr. Map schon alles kann im Bereich User Management, Organisationsregistry, Service Management, WMS, WFS, CSW. Metadateneditoren haben wir zur Verfügung stehen. Wir haben Metadata Fuse, die ETF Testing Framework Integration, Monitoring System, Security Proxy, der ist letztes Jahr schon vorgestellt worden von Michel. Und wir haben auch ein Publisher System für Organisationen, Gruppen und User und ein Dashboard. Kommen wir weiter. Was wir auch gemacht haben hier, ist eine Anleitung reingebracht für Softwareentwickler, um da relativ schnell in dieses System mit reinzukommen. Ist also eine relativ kurze Anleitung. Man kann das dann über Docker installieren, wenn man gerne möchte, oder eben auch normal und konventionellen Weg auf einem Debian 10 System deployen. Die Konfigurationen sind alle und die Dokumentation ist eigentlich recht übersichtlich. Wir haben hier die Komponenten für Docker. Das wären auf der einen Seite die Postgres 11, auf die wir setzen. Wir haben einen Redis-Server im Hintergrund, der gebraucht wird für die asynchronen Sachen hauptsächlich. Map-Server für den Security-Proxy. Dann nehmen wir die 7.6er-Version, die mit drin ist, und Nginx als Web-Server. Das hatte ich eben kurz angesprochen gehabt. Wir sind vor kurzem übergegangen, auch diese ganzen asynchronen Dinge, die früher über Ajax abgefrühstückt worden sind, eben auf Websockets umzustellen. Das bedeutet, die Architektur dieser Mr. Map-Umgebung sieht jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Wir haben ein Nginx als Reverse Proxy vorne weg und wir haben dann zwei verschiedene HTTP-Server, einmal für die asynchronen Prozesse, den Unicorn, und Unicorn eben für die normalen Prozesse, und dann Mr. Map als Django Application und Django als Web Framework im Backend stehen. Okay, das war zur Architektur. Jetzt habe ich mal hier ein kleines GIF gemacht, so ein Registrierungsprozess. An dem kann man recht schön sehen. Also wir registrieren jetzt einfach einen Dienst mit 30 Layern und Datensätzen, die verlinkt sind an den einzelnen Layern. Die werden dann alle geharvestet bei dem Registrierungsprozess. Und weil sowas relativ lange dauern kann bei großen, umfangreichen Diensten, das hier ist jetzt noch ein kleiner Dienst, aber wir haben ja teilweise welche mit 800 Layern, ist es wichtig, dass der Nutzer auch ein Feedback bekommt über diesen Status jeweils des Registrierungsprozesses. Und da setzen wir momentan eben auf WebSockets. Okay. Was auch unter der Haube passiert ist, wir sind, das ist jetzt ein Programmierparadigma von den klassenbasierten Views von Django, da sind wir von den Function-Based Views zu klassenbasierten Views gegangen. Das gibt eine bessere Erweiterbarkeit, Quelltext wiederverwendbar,
Vieles von Django können wir weiter nutzen, Detailansichten, Listen und so weiter. Und alle Views sind eigentlich schon überarbeitet worden. Jonas, vielen Dank, das hast du super gemacht. Und das Recht- und Rollensystem hat der Jonas auch überarbeitet. Wir sind von einem eigenen Rollensystem, was letztes Jahr noch vorgestellt worden ist, zu einem Standard-Package gegangen, Django Guardian. Dazu haben wir dann eine Erweiterung bekommen, eine ACL-basierte Erweiterung, die dann auch ermöglicht, über Rollenberechtigung bis auf die Objektebene runterzustricken. Und die Erweiterung für die Class-Based Views liefert Django auch schon mit. Damit haben wir weniger Programmierarbeit und die Automation der Berechtigungsvergabe wird zwar schwieriger, aber die Erweiterung der Views dann eben einfacher. Okay, weiteres Re-Engineering des Systems. Wir haben das Modell auch in den letzten Wochen intensiv überarbeitet, das Informationsmodell im Backend, und haben dann eine konsequente Vererbung eingeführt von den Ressourcen zu den Metadaten und dann eben auf Dataset, Metadata, Service, Metadata und weitere Metadata-Entities. Der XML-Parser ist auch nochmal überarbeitet worden. Da sitzt der Jonas, glaube ich, jetzt auch noch dran. Der ist extrem verschlankt worden und sehr, sehr generisch, sodass beliebige XML-Dokumente jetzt problemlos ergänzt werden können. Jetzt momentan für Metadaten-Capabilities und die Operation der Dienste. Die Parallelisierung der Persistierung von Metadaten ist erfolgt. Das führt dazu, dass auch sehr, sehr große, umfangreiche Dienste und Kataloge halt recht performant geharvestet werden können. Und so weiter und so fort. Also da ist recht viel passiert im ganzen Projekt. Einen Punkt, den ich nochmal besonders hervorheben will, hatte ich auch in der Vorstellung auch schon mal, glaube ich, erwähnt am Anfang. Der Mapbender hat früher auf Map-WMC-Dokumente gesetzt, also XML-Dokumente, die von der OGC spezifiziert waren, hat die um Metadaten ergänzt und wir haben diese Konstrukte genutzt, um Karten anzubieten im Geoportal. Der Begriff Karten entspricht einem mit Metadaten angereicherten WebMap-Kontextdokument. Im Mr. Map-Projekt gehen wir da jetzt ein bisschen anders vor. Das ist kein XML, was wir mehr verwenden. Wir werden ein relationales Modell aufsetzen. Map-Kontext-Objekt besteht aus beliebig vielen Kontext-Layern. Diese Kontext-Layer können View-Options haben oder Create, Read, Update und Delete-Options. Das könnten View-Options, könnten WMS-Layer sein, die CRUD-Options könnten über die WFS-Interfaces oder OGC-API-Features-Interfaces bereitgestellt werden und wir ergänzen Map-Kontexte und Kontext-Metadata wie auch zuvor und die Kontext-Layer basieren aber auf Dataset-Metadata-Konstrukten. Das ist so die neue Einführung, die Idee dahinter. Wir haben dann die Idee, im Endeffekt über Mr. Map einen auf ISO-Metadaten und OWS-Context-REST-API basierendes Interface anzubieten. Also wir nehmen erstmal OWS-Context, weil wir nichts anderes haben, und würden dann dieses Interface als REST-Schnittstelle bereitstellen, sodass beliebige Web-Clients, ob das jetzt Mapbender 3, Leaflet, OpenLayers, Cesium, QGIS oder Masterportal wäre, direkt auf dieses performante Service Backend zugreifen kann und sich da diese Kartenkonfigurationen rausziehen kann, den Zustand zwischenspeichern kann. Okay, was wir dann erhalten über diese Map-Kontext-Dokumente ist im Endeffekt ein sehr generisches Layer-Konzept. Wir haben hier so einen Screenshot vom Produktivsystem. Da ist das vielleicht ein bisschen dargestellt. Wir haben einen Layer, der heißt hier Gemarkungen. Der Titel der Gemarkungen wären Dataset-Metadata-Informationen, die können wir da rausnehmen. Wir können die Darstellung der Gemarkung über ein WMS-Rendering realisieren und die Abfrage der Daten über GetFeature oder GetFeature-Info realisieren. Und der Feature-Type-Access, also der direkte Access auf die Datenbank-Tabelle, erfolgt dann hier über so ein Tabellensymbol am Layer. Damit kommen wir ein bisschen aus diesem komplexeren GDI-Konstrukt raus und der Nutzer, der sieht halt wirklich nur Datensätze und die Möglichkeiten, diese Datensätze zu nutzen. Der Kontext-Editor ist auch schon rudimentär fertig, der wird momentan von der Terrestris entwickelt und erlaubt dann im Backend die verschiedenen registrierten Ressourcen in beliebigen hierarchischen Verschachtelungsebenen miteinander zu kombinieren und als Web-Map-Kontext oder Map-Kontext-Dokument im relationalen Modell abzulegen. Nochmal zusammenfassend. Also die Code-Stabilität und Qualität wurde stark verbessert. Das Deployment, der Aufbau des Entwicklungssystems ist sehr, sehr einfach geworden. Und die Nutzung von WebSockets bereitet auch für uns einen einfacheren Weg, falls wir dann irgendwann Sensordaten integrieren wollen. Das ist eine ganz coole Technologie. Und wir hoffen, Ende des Jahres oder vielleicht Ende des dritten Quartals die erste stabile Version vorliegen zu haben, die man dann als 1.0 auch schon für ganz, ganz viele Aufgaben im Rahmen einer GDI verwenden kann. Und würden dann auch eine der Komponenten schon direkt in unser Geoportal-Produktivsystem als Komponente mit einbinden, wäre wahrscheinlich die verteilte Suche in verteilten Katalogen, die wir dann eben schon von Mr. Map dann nutzen würden.
Okay. Das könnte ich noch, wenn ich noch ein bisschen Zeit hätte, die ich nicht mehr habe, die Staging zeigen. Also wir haben ein Staging-System, wo man sich anmelden kann, auch ein Nutzerkonto anlegen kann und Dienste registrieren kann. Aber ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo Fragen gestellt werden können. Ja, damit wäre ich soweit am Ende. Gut, wunderbar. Dann danke, Armin, auf jeden Fall für diesen interessanten Vortrag und für den Einblick. Und tatsächlich sind auch Fragen angekommen und von daher, genau, arbeiten wir die jetzt einfach mal ab. Fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, die Regie, ich hoffe, man sieht mich, aber ich glaube schon. Genau, fangen wir an mit der Frage mit den meisten Votes. Die hast du bestimmt auch schon häufiger gehört. Wieso kein Update auf die aktuelle Mapbender-Version, also kein Mapbender 3? Ja gut, die Diskussion hatten wir schon vor 8, 9 Jahren, als Mapbender 3 entwickelt worden ist, geführt gehabt. Meine Idee war damals gewesen, Mapbender 3 halt so zu entwickeln, dass wir eine Migrationsmöglichkeit bekommen von der Mapbender 2-Instanz auf Mapbender 3. Die haben wir nicht hinbekommen. Und Mapbender 3 hat halt diese ganzen Funktionalitäten im Backend zur Verwaltung der Dienste, Verwaltung von Metadaten ist da nicht vorhanden. Mapbender 3 hat sich sehr, sehr stark auf die, ja, sagen wir mal so, auf die GUI Baukastenfunktionalität von Mapbender 2 fokussiert, was ja auch eine gute Sache ist und deswegen ist Mapbender 3 auch sehr, sehr gut einsetzbar für diesen Anwendungsfall. Aber das, was wir für Geodateninfrastruktur brauchen, also Verwaltung von Metadaten, von Diensten und so weiter, war im Mapbender 2 ganz, ganz anders umgesetzt und das haben wir eben in Form von Mr. Map dann nochmal optimiert, sagen wir mal so. Genau, andere Frage, die ich auch quasi ein bisschen anders gestellt hätte, wenn sie keiner gestellt hätte, wie viele Personen sind in Geoportal ELP aktiv oder entwickeln beispielsweise Code? Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Struktur sagen, wer da gerade alles mitentwickelt? Also das ganze Geoportal ELP-Projekt, das ja, kümmert sich ja auch um Mapbender 2, um die Frontends und so weiter. Wir haben in Hessen haben wir 2 Personen sitzen, die mitentwickeln können. Wir haben im Saarland noch einen Kollegen sitzen, der was machen kann. Wir haben die Terrestris mit im Boot, die Module entwickelt für Mr. Map bei dem neuen Projekt. Wir haben die Firma NetGIS in Trier im Boot, die hat den Mobile Client entwickelt und die können wir für solche Zwecke einsetzen. Und im eigenen Haus haben wir momentan 2 Informatiker, den André, den Jonas und dann eben auch noch mich. Und wir arbeiten da zusammen eben an diesen Projekten. Alles klar. Wenn ich auf die Uhr gucke, schaffen wir die anderen beiden Fragen auch noch. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fragesteller das so meinte. Was sind die Vorteile von Mapbender gegenüber Open Layers? Oder meint er vielleicht, was sind die Vorteile von Mr. Map gegenüber Open Layers? Ja, gut, mit Mr. Web hat man gar keinen Kartenviewer drin. Also Open Genau, Layers und also. Mr. Web sind 2 getrennte Dinge. Ich glaube, ich hatte das eben an dem einen Beispiel ganz gut gezeigt gehabt mit dem Screenshot. Gehen wir mal hier rein. Genau, sonst kannst du im Zweifel ja auch noch mal ein, zwei Sätze sagen, warum Mapbender und nicht, was die Vorteile von Mapbender gegenüber Open Layers sind, weil das ja auch quasi. Mapbender und Open Layers. Gut, die kann ich jetzt schlecht. Ich bin jetzt kein Vertreter für Deswegen, also, Mapbender, sondern genau, lassen wir die Mapbender Fragen einfach mal. 2. Dann, Lassen Sie mal weg. Ja. genau. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Ist OWS Context ein offizieller Standard? Geht die entsprechende REST-API in Richtung OGC-API? Ja, UGC-API. Ich glaube, die UGC hat noch keinen Entwurf für eine Kontext-API. Das wäre für uns jetzt mal so ein Anfangspunkt. Wir setzen auf dieses OWS-Kontext-Dokument, was quasi von der UGC vor ein paar Jahren mal entwickelt worden ist, als Nachfolger vom WMC-Standard. Gibt uns die Möglichkeiten, WFS, WMS-Ressourcen, KML-Ressourcen und beliebige weitere Web-Services in einem JSON-Konstrukt oder XML-Konstrukt zu verwalten, abzuspeichern und auszutauschen. Wie die API aussieht, da müssen wir uns dann mit der UGC auch drüber unterhalten. Ja, aber wir haben derzeit international kein anderes Dokument, was uns quasi so eine generische QGIS-Projektdatei, damit könnte man vielleicht vergleichen, zur Verfügung stellt. Deswegen setzen wir im ersten Schritt auf OWS-Kontext, bohren das auf, soweit wir es brauchen, und bauen eine API drauf und gucken dann, ob wir mit der UGC zusammenarbeiten und dann so einen neuen, guten Standard für den Austausch von solchen Systemen entwickeln. Wir haben gestern vom Mapbender 3-Projekt, vom Olaf Knopp ja auch schon gehört, Mapbender 3 baut ja auch schon so was Ähnliches ein in ihren neuen Client. Also sie haben so Shared Instances, die sie ja austauschen können. Die Anforderungen kommen in allen Projekten, existieren die Anforderungen. Und wir haben aber leider keinen Standard, ne? Das ist ein bisschen schade. Ja. Alles klar, wunderbar. Dann, Armin, danke für deinen interessanten Vortrag.
Genau, danke, dass du nochmal für Fragen zur Verfügung standest.